Ich habe gesagt, ich habe jetzt gerade bei der 110 nochmal angerufen, weil die Neustädter nicht hingehen. Ich habe schon 8-9 Mal bei denen angerufen heute. Nicht ein einziges Mal sind sie hingegangen. Nicht ein einziges Mal, Quatsch. Bei den ersten drei Male war der Herr Peter dran, so heißt der Dienststellenleiter von der Schicht, die heute Morgen da oder heute Mittag. Und er kann mich jetzt auch anzeigen, deswegen ist mir scheißegal. Der macht seinen Job nicht. Der macht nie seinen Job. Jedes Mal, wenn ich anrufe, brauche ich gar nicht mal anrufen. Ich rufe da. Ich habe heute 5 Mal angerufen, davon habe ich 3 Mal aufgelegt. Weil er jedes Mal, wenn ich anrufe, geht er hin. Weiß ich schon, ich brauche keinen Anrufen eigentlich. Macht gar keinen Sinn. Habe ich schon wieder aufgelegt und habe gewartet. Und jetzt ist er. Und der hat einfach seinen Job nicht gemacht. Den ganzen Tag nicht. Und der macht das schon seit Jahren seinen Job nicht. Jedes Mal, wenn ich bei dem Anruf, wenn ich nicht ein paar bestimmte Personen antreffe in der Schicht, dann kann ich die ganze Schicht vergessen. Das macht keinen Sinn, in dieser Schicht was zu machen. Und es ist echt immer so. Es ist immer so. Ich habe auch Nachweise von Monaten, wo das nichts passiert. Und heute ist es wieder so, ich habe 8 Mal angerufen, davon habe ich 3 Mal aufgelegt, weil einfach jedes Mal geht er hin, weiß ich genau, brauche ich gar nicht weiter anrufen. So, dann habe ich 1 Mal angerufen, habe gefragt, ob die einmal durchfahren wollen, ja, weil die sollen ja eigentlich auch bestreifen. Ich, wenn der Polizist wäre, würde ich das bestreifen, das Gebiet, weil ich weiß, da passiert ständig was, dann bestreife ich das Gebiet doch. Und soweit ich weiß, sind die sogar von ihrem obersten Chef in der Halle in ihrer Ding angehalten worden, hier zu bestreifen. Von der Schicht kommt hier nie einer durch, nie. Und dann habe ich angerufen, dann war die Schicht schon nicht mehr da. Dann haben sie jemanden geschickt. Dann haben sie einmal jemanden geschickt. Insgesamt habe ich 8 Mal angerufen heute und von diesen 8 Malen ist noch nicht ein einziges Mal. Es ist nur ein einziges Mal einer durchgefahren, das war alles. Und natürlich auch falsch, ne? Zu spät dann. Ne? Weil sie 2 Stunden gebraucht haben, bis sie durchgefahren sind und dann ist es zu spät gewesen. Also. Ganz ehrlich, ich habe die Schnauze voll. Wenn die einfach ihren Job nicht machen, dann sollen sie es bleiben lassen. Ja, dann sollen sie sich einen anderen Job suchen. Ich muss für mein Geld arbeiten. Wenn die das nicht machen müssen, herzlichen Glückwunsch. Hocken wahrscheinlich in der Dienststelle oder im Auto irgendwo und gut, in Amerika würde man sagen, sie futtern Donuts. Hier bei uns in Deutschland gehen das wahrscheinlich her und zocken am Handy. Ne? Kennt man ja, deutsche Arbeitsmoral. Wenn der Chef nicht da ist, wird am Handy gezockt. Und irgendwann, ne, reicht's mir auch. Weil irgendwann muss man sich selber verteidigen. Und seit 6 Jahren ändert sich da nichts. 6 Jahre und es ändert sich kein bisschen was bei denen. Andere Schichten schicken wenigstens ab und zu mal eine Streife durch. Aber in der Schicht gar nichts. 4 Schichten und davon ist eine oder zwei, die mal Leute durchschicken. Übrigens keine Irrglauben auftreten. Ich habe das Schwert nur in der Hand für den Fall, dass sie meinen Zaun überschreiten. Ich habe nicht vor, rauszugehen und in den Kopf abzuschlagen. Obwohl mal mehr als einer von denen das verdient hätte. Das
nur Selbstverteidigung, das Schwert. Wenn ich keine andere Selbstverteidigung mehr habe. So, mal als kleine Info übrigens für euch. Ich habe bei der Polizei heute angerufen, passt mal auf. Das erste Mal um 14.35 Uhr war der Peter dran, habe ich aufgelegt direkt, weil ich wusste, da passiert nichts. Dann um 15.53 Uhr nochmal, dann nochmal um 15.56 Uhr. Da habe ich dann gefragt, beim dritten Mal habe ich dann gefragt, warum die keine Streife hier durchschicken. Da hat er zu mir gemeint, ja, sie haben schon ein paar... Nee, Quatsch, der hat dann gar nichts dazu gesagt. Da habe ich schon aufgelegt, bitte. Das war dann das dritte Mal, wo ich aufgelegt habe, genau. Dann habe ich angerufen um 16.46 Uhr. Nee, 16.59 Uhr habe ich angerufen. 16.59 Uhr ist dann eine Frau hingegangen, war dann nicht mit der Bede. Dann habe ich gefragt, ob die hier mal die Schicht durchschicken. Ich habe schon ein paar Mal angerufen heute. Hat sie zu mir doch eiskalt gesagt, sie haben nicht dreimal angerufen, sie haben dreimal aufgelegt. Also wussten sie, dass ich angerufen habe. Das war übrigens so eine Sache, dachte ich mir schon, dass die genau wissen, wenn ich anrufe. Die wissen das schon, wenn ich da dran bin, obwohl ich auflege einfach. So, und dann frage ich mich, man müsste doch eigentlich dann so viel Hirn im Kopf haben, dass man denkt, okay, ich schicke da mal eine Streife hin. Ne. Nee. Selbst wenn ich ihnen gesagt hätte, er soll die Streife durchschicken, wäre auch nichts passiert. Also das hat keinen Unterschied gemacht. So, das war dann um 16.59 Uhr. Genau, dann habe ich bei der Polizei angerufen um 16.57 Uhr. Zwischen 16.59 Uhr und 16.57 Uhr war dann eine Streife da. Die war dann um 16 Uhr, nee, die war dann um 17.40 Uhr, 16.45 Uhr ist die durchgefahren. So. Irgendwas in dem Zeitraum. Dann habe ich bei der Polizei angerufen um 16.59 Uhr. Quatsch, 16.57 Uhr. 17 Uhr. 17.57 Uhr habe ich dann angerufen bei der Polizei. Das war dann das vierte Mal an dem Tag. Das war das fünfte Mal an dem Tag. Da habe ich dann gefragt, wie es jetzt ausschaut. Es sind immer noch Hater da, ob sie die erwischt haben von vorhin. Haben sie gesagt, nö, die haben sie nicht erwischt. Aber die schicken nochmal Streife. Okay, 19.20 Uhr, geht keiner hin, hab gefragt, dann hab ich gefragt, was los ist und so, hab gefragt, was ich machen muss. Da hab ich dann gefragt, was ich machen muss, dass die Polizei hier auftaucht und die Hater hochnimmt. Ob ich denn dann nur eine auf die Fresse hauen muss, dass die Priorität hochgesetzt wird bei der Polizei. Ob ich dann nur auf die Fresse hauen muss, oder ob ich jemanden gleich den Kopf abreißen muss. So, hab gesagt, so auf so eine Frage antwortet er nicht, hat einfach aufgelegt. Okay, dann habe ich nochmal angerufen um 20.07 Uhr. Da sind sie gar nicht hingegangen. Dann habe ich nochmal angerufen um 20.08 Uhr. Da habe ich dann bei 110 direkt angerufen, weil bei Polizei anrufen bringt ja nichts. Ne? In Neustadt anrufen bringt nichts. Habe ich 20.08 Uhr nochmal angerufen bei... Es könnte auch um 20.07 Uhr sein, wo ich das gefragt habe. Es könnte auch um 20.07 Uhr sein, wo ich das gefragt habe, mit dem Kopf abreißen. Dann um 20.08 Uhr habe ich direkt bei der 110 angerufen. Genau, weil da war ich nämlich sauer, weil der vorher einfach aufgelegt hat. Dann war ich gesessen, bin extrem angepisst. Der von der 110 war echt freundlich, mir ein bisschen unterhalten können. Das war super in Ordnung. Aber die Polizei ist immer noch nicht da. Ja, es ist eine halbe Stunde her, dass ich da angerufen habe und so. Und die haben immer noch keine Streife, haben keine Zeit, haben keinen Platz, haben keine Anliegen, was weiß ich. Und jetzt um 20.31 Uhr habe ich nochmal angerufen bei der Polizei. Ja, ihr seht hier die Uhrzeit. Es ist 20.43 Uhr. Dankeschön. Danke fürs Gespräch. Und so läuft es seit 6 Jahren, wenn die Schicht da ist. Es ist immer in der Schicht. Es gibt nur wenige Ausnahmen aus der Schicht, wo welche früher kommen. Aber wenn die gar nicht erst informiert werden, dann bringt es gar nichts.
Weil hier gerade jemand schreibt, terrorisierst die Polizei per Telefon, kannst dich glücklich schätzen, dass überhaupt noch jemand kommt. Ich sag dir mal was über die Polizei. Die Polizei hat ihren Job zu machen. Die haben hierher zu kommen, wenn ich anrufe und die Leute hier Scheiße bauen. Ich habe heute Leute hier gehabt, die Sachen gegen mein Tor schmeißen, ja, und zwar Steine, die größer sind als mein Kopf. Die haben hier rumgeschrien, haben hier rumgebrüllt, die belästigen es den ganzen Tag schon die gesamte Nachbarschaft. Nur durch den Alarm auslösen, nur durch das Rumgeschreie, nur durch diesen ganzen Scheiß. Und jetzt sage ich dir was. Nicht ich kann mich glücklich schätzen, dass die Polizei noch kommt. Die Hater können sich glücklich schätzen, dass ich noch keinen umgebracht habe. Weil jeder andere hätte nach 6 Jahren längst welche umgebracht. Ja? Also tu hier nicht so, als wärst du jetzt hier so der Clevere und ich wär so der Assi davon, ja? Weil wenn die Leute nicht hier auftauchen müssten, müsste ich nicht bei der Polizei anrufen. Sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Und die Hater können sich glücklich schätzen, dass ich noch keinen umgebracht habe. Das ist nämlich der Fakt. Weil jeder andere hätte entweder sich umgebracht, die Hater umgebracht oder wäre amok gelaufen. Eine von diesen 3 Situationen wäre eingetreten. Das sag ich dir, wie es ist. Also tu hier nicht so, als wärst du so ein Schlaumeier, Junge. Ganz ehrlich. Kann ich glücklich schätzen, dass die Polizei überhaupt noch kommt? Die haben zu kommen. Das ist ihr Job. Wenn die nicht kommen, dann kann man die anzeigen, weil die eine unterlassene Hilfeleistung machen. Das ist strafbar. Speziell im Bereich Sanitäter, im Bereich Polizei oder im Bereich Feuerwehr. Da ist das eine unterlassene Hilfeleistung. Und das wird definitiv hart bestraft. Aber das wisst ihr natürlich mal wieder schlau, ne? Alter, meine Fresse, Junge, komm in deinem Leben klar. Brauchst mir nicht erzählen, wie das Zeug läuft. Ich weiß besser, wie das läuft. Kein anderer hätte die Leute so lange stehen lassen. So lange, wie die jetzt hier schon stehen und alles schon Scheiße bauen, rumschreien und alles. Und ein paar von denen, die da dabei sind, nebenbei bemerkt, mein Schatzi, ja, die hier stehen, die 3, ja, die waren vorhin schon da und die haben vorhin schon Steine auf mein Tor geschmissen. Und zwar solche Klamotten, die größer sind als mein ganzer Kopf. Also erzähl mir bitte nicht, was hier Sache ist, ja? Ganz ehrlich, du weißt gar nichts. Die Hater können sich glücklich schätzen, dass ich noch keinen umgebracht habe. Woo! Polizei, nach 6 Stunden, Alter. Ich heul nicht los, garantiert nicht. Ich bin heute vieles, aber heulerisch bin ich nicht drauf. Lass nicht an, wenn die Polizei da ist, weil egal wie sehr die Polizei mir auf den Sack geht, dass sie ihren Job nicht machen oder hier den ganzen Tag nicht auftauchen, ja, die Polizei ist die Polizei, die macht ihren Job, wenn sie denn da ist, was selten genug vorkommt. Aber ich werde mir nicht die Stress mit denen machen. Ach übrigens, meine lieben Hater, ich weiß schon genau, was jetzt passieren wird. Einige Hater werden versuchen, die Überwachungskamera rauszufiltern und es zu sehen, wie die Leute aussehen. Lasst es bleiben, es bringt euch nichts. Die Überwachungskamera ist nur zur Aufsicht, dass man sieht, dass jemand da ist und was die machen. Man erkennt keine Gesichter von denen. Dafür habe ich gesorgt.
Aber wisst ihr was? Das sollte ich euch fast noch zeigen. Weil das Witzige ist, ne? Jetzt steht ein Polizist mit dem Gesicht zu der Frau, also quasi mit dem Gesicht zu der grünen Wand. Und hinter ihm steht ein Polizist und ein Hater und hampelt hinter dem Polizisten rum. So behandeln die Hater die Polizisten. Weißt du? Hätte ich fast noch anlassen sollen. Da seht ihr mal, was respektloses Verhalten ist. Das, was ich mache hier, was ich sage, das ist schlicht und ergreifend die Wahrheit. We're gonna make it.
Nein, ich habe noch keinen Schwertkampf studiert. Und für die Leute, die sich jetzt wundern, Schwertkampf studieren heißt das wirklich. Schwertkampf lernen nennt sich tatsächlich Schwertkampf studieren. Ich habe keinen Schwertkampf studiert, aber ich habe ein paar Jahre Labs gemacht. Im Alter von 19 bis 25 bis 26, sowas. Ungefähr. Was gesund ist für mich und für dich sind zwei verschiedene Welten, Kollege. Und was ich trinke, ist meine Sache. Pass auf, dass du dich nicht verletzt. Es waren bloß ein paar Spielereien, es war nicht einmal ansatzweise was. Es waren ein paar Spielereien, die man macht, um ein bisschen locker zu werden. Ich habe hier drinnen nicht genug Platz. Ich habe da gerade bloß ausprobiert, ob ich genug Platz habe. Aber mir fehlt nach oben ein bisschen Platz. Nach oben und nach vorne. Was ich dir jetzt zeigen. Ich habe doch gerade gesagt, ich habe hier keinen Platz.